Ich wünsche mir, dass dieser Wettbewerb keine Eintagsfliege bleibt. Berührungsängste und Vorurteile wird es immer in unserer Gesellschaft geben. Aber die Fotografie besitzt die empathische Kraft, diese abzubauen oder gar zum Verschwinden zu bringen. Mit dem Fotowettbewerb wollen wir eine breitere Öffentlichkeit neugierig machen auf die vielfältigen Aspekte jüdischen Lebens, die oftmals verborgen sind, die die Menschen gar nicht so abgespeichert haben, dass es jüdisches Leben ist. Ich erhoffe mir von diesem Fotowettbewerb, dass Verständnis oder das Selbstverständnis des jüdischen Lebens in Deutschland als etwas ganz Natürliches, etwas Selbstverständliches zu zeigen. Wir wollen Einblick in jüdisches Leben, jüdische Kultur und Lebensweise in Deutschland vermitteln. Wir wollen neugierig machen. Wir wollen Vorurteile, Klischees, Unwissen abbauen. Wir wollen Toleranz und Respekt fördern und für ein friedliches Miteinander in einer pluralen, demokratischen Gesellschaft werben. Als allererstes fand ich die Resonanz des Fotowettbewerbs. 654 eingesetzte Fotos, das ist unglaublich. Das ist wunderbar. Das ist ein Zeichen dafür, wie lebhaft unsere Gesellschaft doch tatsächlich ist. Ich habe eine Menge gelernt. Es war nämlich wirklich nicht leicht, aus diesen sehr, sehr zahlreichen Einsendungen, die sich über die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland ihre fotografischen Gedanken gemacht haben, auszuwählen. We wanted both to have like a good representation, of course, of certain values, and at the same time we wanted the photo to be visually provocative in a way. We wanted to show a very contemporary view about the life of Jews, or how we called it, the post-Jew. Mir war es wichtig zu zeigen, jüdische Menschen in Deutschland sind nicht nur mit Schwefellocken und älter und Männer und weiß. Wir sind jung, wir sind stark, wir haben eine laute Stimme und wir gehen, wenn es sein muss, sehr gerne auf Demonstration. Ich freue mich natürlich sehr und ich will zusehen, dass ich den Polizisten erwische, um ihm dieses Glück mitzuteilen. Ich wünsche mir, dass man so ein bisschen hinter die Fassade guckt und sagt, das gibt längst ein großes Miteinander. Das würde ich mir sehr wünschen. Und zu diesem Zweck haben wir den Fotowettbewerb ja überhaupt auch nur gemacht, anderen Leuten die Augen öffnen, wie selbstverständlich jüdisches Leben in ihrer Nachbarschaft stattfindet.